Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of the Magic Ball. Ja, in der letzten Folge haben wir hier eine kleine Pause gemacht und jetzt sind wir irgendwie unter dem Tisch drunter. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, kam er jetzt von der Treppe? Weil die Sachen können wir hier noch einsammeln, aber ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? Wir hatten das Ganze links. Einmal hier rüber. Ja, das sieht doch gut aus. Hier scheint es auch weiterzugehen. Und da ist wieder sowas, was ich gar nicht mag und gar nicht kann. Nein, nein, nein. Komm, komm. Ja, so ist fein. Braver Ball, braver Ball. So, Frage ist jetzt, schaffe ich das jetzt so auch nochmal? Ich will ja nichts darauf beschwören, aber was ist denn heute mit mir los? Es funktioniert ja mal. Oh ja, und da springe ich natürlich direkt darüber. Das war klar. Das war ganz klar. Wir müssen übrigens mal das andere auswählen hier. So. Och, habe ich mich jetzt erschrocken. Du bist aber ein Guter, oder? Du bist kein Böser. Hallo? Sprechen? Sprechen ist gut. Hallo, wer bist du? Hallo, ich heiße Bernd. Meine Freunde nennen mich Knochenschürfer. Vielleicht, weil ich ein bisschen abgenommen habe. Aber wer weiß das schon? Ich bin der Archäologe dieser Welt. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ich habe gehört, du benötigst Hilfe. Danke sehr, aber du kommst etwas zu spät. Ich habe gerade das letzte Rätsel gelöst. Unten in der Ausgrabungsstätte findest du eine Steintafel, die dir von der Zeit vor dem großen Bruch berichtet. Oh, es ist wieder zu früh zum Lesen. Es tut mir wirklich leid. Das hört sich interessant an. Vielleicht sehe ich mir das genauer an. Auf Wiedersehen. So, ich nehme mal an, Entschuldigung, dass ich dir so auf die Füße rolle. Ich nehme mal an, mit da unten meint er jetzt hier. So. Ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Oh, ich werde mich nie dran gewöhnen, dieses Einstellen mit dem Verkehrten zu machen. Also mit diesen, wie nennt sich das? Achsenverkehrt? Was ist das denn hier? Das ist die Steintafel. Ilmarius war der erste aller Magier, der erste seiner Art von Magiebegabten. Es gelang ihnen, in einer Welt, deren Name längst vergessen ist, die Essenzen zu binden und zu seinen Nutzen einzusetzen. Beneidet um diese Möglichkeit folgten andere und die Ära der ersten und mächtigsten Zauberer begann, lange bevor er zum großen Bruch kam. Doch Ilmarius war und blieb der mächtigste von allen. Das ist schön. Ich habe nur gesehen, mir läuft auch die Zeit ab, wenn ich hier schaue. Das Buch kann ich wahrscheinlich nicht lesen, ne? Wenn ich da so. Nee, schade. kann man da hinten? Da hinten kann man nicht mehr rum, ne? Rollt der hier eigentlich so hoch oder muss ich da jetzt. Oh, ja, doch, er rollt hoch. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. Kann das sein, dass die Musik sich immer wieder lauter verstellt oder liegt das an meinen Kopfhörern? Ich habe irgendwie das Gefühl, die ist schon wieder lauter. Oder es ist nur an speziellen Stellen so. Das kann natürlich auch sein. Okay, das ist jetzt toll, was wir jetzt erfahren haben. Aber das bringt uns gerade nicht weiter mit dem, wo wir jetzt hin müssen. Ich muss noch mal eben gucken. Ja, genau deswegen wollte ich nämlich gucken. Warum? Ah, jetzt. Irgendwie hat das nicht angenommen, weil es schon drin war oder so. Keine Ahnung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nicht wieder sowas. Ich meine, ja, ich weiß, daraus besteht das Spiel. Aber ich habe Angst, ne? Ich will es jetzt noch nicht sagen. Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Jetzt kann ich sagen. Euer Ernst? Moment, das war jetzt einer, zwei. Wow, 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 wow. Oh, 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 nein. Oh. Oh, ich komme mir gerade vor, als ob ich besoffen bin irgendwie. Hilfe. Ja, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Ja. Nein, nein, nein. Nicht meine Perspektive verstellen. Oh. Rüber, rüber. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay.
Da können wir jetzt ein bisschen Gas geben. Da gleich wieder nicht mehr. Ach du Schande. Eieiei. Oh Gott. Ich hätte die Waffe vorher vielleicht mal ausschalten sollen. Vielleicht mal ausschalten sollen. So, jetzt ist sie aus, ne? Ich muss da. Ich muss aber auf jeden Fall. Oh Gott. Was war das gerade? Das hat doch gerade so komisch geknallt. Oh, oh. Nein, nein, sag mir das nicht. Sag mir das nicht. Oh Gott. Da schießt doch irgendwas auf mich, oder? Nein, nein, ich hab's geahnt. Ihr Schweine. Trotzdem, da hat doch irgendwas auf mich geschossen gerade. Ach, da hinten ist eine Kugel. Oh mein Gott. Kanonenkugel. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Ja, na. Wollt ihr mich veräppeln? Das am frühen Morgen. Ich habe meinen Kaffee noch nicht getrunken. Der steht doch neben mir. Ja, ich habe wieder neuen Bio-Kaffee. Der schmeckt übrigens auch sehr lecker. Uiuiui. Nein! Hahaha, hab ich die ausgetrickst. Nein! Oh! Uiuiuiuiuiuiuiui. Ui, ui. Ui. Der ist mir jetzt egal. Oh. Eieiei. Es tut mir leid, dass ich gerade so wenig rede. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, ja? Oh. Nein, nein, nein. Oh. Da darf ich aber rauf, oder? Och, ich hab dich gesehen, dass dann... Nein, komm. Ich hab nicht gesehen, dass ich da nicht komplett dran war. Jetzt habe ich das so geil gemacht. Das werde ich nie wieder so schaffen. Oh Gott. Schönen Gruß am Entwickler. Ich bin mir jetzt schon Jahre am Raufen. Eieiei. Von wegen, das liegt alles, das geht alles nicht so schwer los. Ja, ich bin jetzt absichtlich darunter gesprungen, weil ich nicht wollte, dass die Kanonenkugel mich erwischt. Ich habe doch gesagt, ich werde das nie wieder so toll hinkriegen. Eieiei. Nein! 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 Du blöde Kugel! Also, nein, die Kugel nicht, aber die Kanonenkugel, die ist blöd. Aber ich glaube bei dem Spiel... Moment, ich muss mal eben mein Mikrofon ein bisschen weiter wegstellen. Das ist so ein Spiel, wo ich mich bei aufrege. Da schrei ich dann immer ein bisschen lauter rum. Es tut mir leid. Okay. Ich muss aber auch auf das Klicken... Scheiße. Nein, 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 ich bin zu weit. Ich muss auf das Klicken hören, deswegen darf ich auch nicht so viel reden. So. Oh. Okay. Okay. Ich muss zuhören. Na? Okay.
ist ganz ruhig. Oh mein Gott, okay. Huch, der schießt mir immer noch hinterher. Lass mich hier durch, der ist böse. Scheiße, ich glaube, der auch. Oh oh. Was ist da los? Hilfe! Hilfe! Ich muss den Hammer benutzen, oder? Oh, das macht so gar nichts aus irgendwie. Nein. Mein Hammer kommt nicht. Hilfe. Na jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Was muss ich denn da machen? Oh. Ich glaube, das wird jetzt die erste Stelle, wo ich jetzt komplett kaputt gehe und nicht mehr weiter weiß hier, wa? Oh mein Gott, gib mir doch eine Anleitung, wie ich das Viech kaputt kriege. Oh. Wie konnte ich das Ding nochmal einstellen? Gar nicht, oder? Muss ich da vielleicht irgendwas hinten... Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Nein! Mach mir die Tür auf! Mach die Tür auf! Ich treffe den ja noch nicht mal. Jedes Mal, wenn ich denke, ich habe ihn getroffen... Also das Ding, diese komische Krone oben blinkt, aber... Das ist euer Ernst? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Also ich meine, ich kann ja nur zwei Sachen machen. Eben den Hammer auf den Kopf hauen oder den beschießen, was ich besser finden würde. Aber das funktioniert ja offenbar beides nicht, weil der nimmt ja bei beiden gar keinen Schaden. Können wir den nicht einfach überspringen? Leute? Oh! Nein! Dreh dich! Dreh dich, du dummer Ball! Dreh dich! Ich sehe nichts. Ey, da kommst du. Also wahrscheinlich habe ich jetzt aus Versehen seine Krone getroffen, nehme ich mal an. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich. Oh, ups. Ich wollte eigentlich. Upsala. Ich wollte eigentlich auswählen. Oder was ist das hier? Das ist frei, oder? Ich glaube nicht, dass man den anschießen kann. Ich kann auch, es ist schon sehr kompliziert, diese Kugel überhaupt zu bewegen. Nee, 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 das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gehen soll. Also mit dem Schießen jetzt. Anscheinend treffe ich den auch nie. Ja, ich bin gleich tot, also. Keine Ahnung, was das jetzt war.
Komm schon. Oh, jetzt mach schon. Treff den noch mal. Ich sehe ja noch nicht mal, wo der hinzielt. Meine Essenz ist ausgelaufen. Ja, warum auch nicht? Ich habe ja auch nicht gerade so einen mega schweren Bosskampf gemacht. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt wieder komplett am Anfang. Und ich gerade ehrlich gesagt schon ziemlich genervt. Nein, ich will nicht wissen, was der Stein mir zu sagen hat. Das hat er mir jetzt zu oft gesagt. Ich habe jetzt keinen Plan mehr, wo wir jetzt überhaupt hin müssen, weil das hatten wir ja alles in der letzten Folge schon gemacht. Och nee, jetzt muss ich nicht ernsthaft. Oh, jetzt muss ich ernsthaft den Kram hier mit den Türen und alles nochmal neu machen. Also, ihr Lieben, damit es für euch nicht zu langweilig wird, ich werde mir jetzt nochmal eben schnell hier den Trank holen und werde dann wieder an den gleichen Dingen verzweifeln, wo ich davor auch schon verzweifelt war. Oh, komm, nimm den. Und werde das Ganze dann natürlich rausschneiden, weil wir ja eigentlich schon viel weiter und beim Boss gewesen sind. Und ja, werde dann noch mal einen Versuch wagen, weil das Problem ist natürlich, wenn wir hier immer wieder zurückgesetzt werden, ja, dann ist das sehr nervig und das halte ich heute nicht ohne Kaffee aus, das jetzt da 30 Mal zu machen oder so, weil der Gegner einfach unheimlich schwer ist. Ach, die Sachen hatte ich mir aufgeschrieben. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, da mussten wir nur die Reihenfolge von den Zahlen machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, weil der Gegner unheimlich schwer ist und ich zwar ungefähr weiß, was ich machen muss, aber das halt eben nicht so einfach ist. Also ich denke mal, ich muss die Krone treffen. Aber wie gesagt, das ist halt nicht so einfach. Ach so, ich hatte mir das hier aufgeschrieben, wo die Zahlen sind. Das war die Sache, genau. Gut, dann muss ich hier nochmal alles komplett von vorne machen und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ach komm. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr verlängern hier? Ich weiß auch gar nicht, wo der jetzt eigentlich hinzielt, weil ich das Ding nicht richtig sehe. Okay. Beim Sterben hat er zumindest anscheinend nochmal richtig getroffen. Ja, sagen wir mal nichts zu. Wie gesagt, das Spiel an sich finde ich richtig gut. Aber solche Gegner vermiesen mir persönlich dann irgendwie das Spiel so ein bisschen. Weil ich zwar weiß, wie es geht, aber es halt nicht hinkriege. Muss halt die Krone treffen. So viel ist mir klar. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen muss, während er dann seinen Angriff macht. Ja, und dann bin ich auch schon wieder tot. Ich weiß nicht, er hat mich kein einziges Mal getroffen letzten Endes, weil ich immer wieder weggesprungen bin, aber trotzdem sterbe ich dann immer. Also das verstehe ich auch nicht so ganz. Ist ungefähr die Entfernung, würde ich sagen, ne? Ja, komm, steh auf, damit du mich schneller kaputt machen kannst. Ich glaube, 4 oder 5 Mal mussten wir den treffen, ne, mit der Krone. Ja. Aber nach 2-mal Treffen hat er uns dann in der Regel schon. Das ist. Viele Versuche haben wir nicht mehr, aber ja.
Ich denke, das wird dann auch das Letzte sein, was ihr jetzt für heute von mir sehen werdet, weil ich muss das erstmal sacken lassen, dass jetzt hier so ein fast unbesiegbarer Gegner rumstreift. Ich habe den voll erwischt, aber nein. Das war drei. Okay, dreimal müssen wir ihn treffen und dann wird er zum Eisblock, sag ich mal. Dann muss man ihn mit Feuer treffen, genau an diesen Ding dran, an diesen Steinschild, sage ich jetzt mal, was er vor der Brust hat. Theoretisch weiß ich das alles. Praktisch kann ich es einfach nur nicht. Das ist das Problem. Beziehungsweise praktisch ist es dann so, dass er mich vorher schon getötet hat, obwohl ich überhaupt gar nicht in seinem Bereich drin bin, irgendwie. Also das, weil ich hüpfe ja immer hoch. Eigentlich dürfte er mich gar nicht treffen. Oh, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nicht, wo ich hinspringe. Boah. Das war jetzt gerade. Ah, ja, okay. Immer läuft die Zeit auf. Also ich würde es vielleicht noch schaffen, wenn die Zeit nicht dauernd auslaufen würde. Naja, gut. Okay, dann würde ich sagen, dass ich hier dann erstmal einen kleinen Break mache. Und meine Nerven erstmal wieder ein bisschen schone. Ich hoffe, dass ich das schaffen werde, dass ich noch ein weiteres Video hochladen kann, wie ich den dann besiege. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Allerdings, wenn das natürlich Fehlversuche sind, werde ich es noch nicht hochladen, sondern ich werde es wirklich erst dann hochladen, wenn ich durchgekommen bin und ja, den finalen Cut sozusagen, wenn ich ihn dann endlich mal schaffe. Das Problem ist halt, dass man auch wieder immer alles von vorne machen muss. Und alles, was davor war, war ja eine komplette Folge. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dann immer wieder dauert, bis ich wieder zu dem Boss hinkomme. Ja. Okay. Grundsätzlich, wie gesagt, finde ich das Spiel aber sehr, sehr schön, wenn diese blöden Gegner nicht wären. Ja, vielleicht habt ihr da mehr Glück, wenn ihr das Spiel selber spielen solltet. Deswegen, ich sage jetzt erstmal bis zur nächsten. Achso, wenn ihr das Spiel selber spielen solltet, könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Falls es da irgendeinen Trick geben sollte. Ich meine, ich hüpfe halt immer hoch und gucke, dass ich dann zur Seite hüpfe und nicht da drin bin, in dem, was auch immer er da gerade macht. Aber ja, beim Eis funktioniert es in der Regel. Aber bei den Versuchen davor, also wenn ich den Hammer noch benutzen muss, dann funktioniert es ja in der Regel eben nicht. Und ja, das ist ein wenig doof. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Tipps in die Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.